Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, euer Checker TH ist wieder hier. Heute möchte ich euch gerne etwas präsentieren, was zu euren Gunsten ist und auch zu meinen Gunsten. Heute bin ich mal nicht auf dem Parkdeck, ne? Sondern hier bei mir zu Hause, weil es diesmal nichts mit Roller zu tun hat, sondern mit Filmen. Heute kam der Postbote zu mir nach Hause mit einem schicken Amazon-Paket. Und zwar handelt sich es hierbei um eine GoPro. Ich sage ganz bestimmt GoPro, weil es keine GoPro ist. Denn eine GoPro kostet viel Geld, deswegen habe ich eine GoPro geholt. Eine GoPro ist halt immer keine GoPro, deswegen heißt sie GoPro. Zu viel GoPros. Es heißt aber nicht GoPro, sondern es ist eine Ramos Ad, so heißt diese Firma, Black Act Ined Waterproof Cam. Mit einer Auflösung von 1080 Pixeln. Dort könnt ihr es nochmal sehen. 1080 Pixel. Hat für den Preis von 67 Euro, also es ist echt ein unschlagbarer Preis, denn für 67 Euro eine Full HD mit 1080p Kamera zu kaufen oder zu bekommen, ist schon echt top. Und vor allen Dingen, was hier in dem schicken Paket noch drin ist, da werdet ihr auch noch staunen, was für den Preis noch alles inklusive ist. Joa. Hier vorne verrät die Verpackung schon einige Spezifikationen. Und zum einen, man kann sie als Car Recorder nehmen, das heißt als Dashcam, wie man es von den ganzen Videos kennt aus Russland, aus Polen, aus USA, die ganzen Crash-Videos. Da kann man sie auch für benutzen. Man kann sie als Outdoor-Kamera benutzen. Man kann sie benutzen, um zu tauchen, zu schwimmen. Deswegen ist auch komplett ein wasserdichtes Gehäuse dabei. Und man kann sie auch als Überwachungskamera benutzen oder Webcam. Da bin ich auch ganz überzeugt von, weil wer hat schon eine Webcam mit Fischaugeneffekt? Ist 30 Meter wasserdicht. Packung, ja, sagt nicht viel aus, ne? Sport, HD, TV. Hier steht nur nichts, außer ein paar Spezifikationen in ganz kleiner Schrift. Aber hier unten, das ist ein bisschen interessanter. Versucht das mal ein bisschen zu fokussieren, dass ihr das auch mitsehen könnt. So, die Kamera hat ein 140 Grad High Resolution Video Weitwinkelobjektiv. Also so ein Fischlinsenoptik. 1080p Aufnahme oder 720p oder 640 oder 480p Aufnahme. Hat einen Mini-HDMI-Anschluss. Hat einen Micro-USB-Port auch an der Kamera drin. Man kann sie als Webcam benutzen. Kann bis zum Unterschied 32 GB insgesamt an Speicher. 30 Meter wasserdicht und hat ein 1,5 Zoll großes HD-Display auf der Kamera drauf. So, jetzt wollen wir sie mal auspacken. Ich lege euch mal kurz weg, beziehungsweise ich versuche es mal so hinzulegen, dass ihr mitgucken könnt. Denn diese Kamera ist einfach nur bescheuert. So, ich hoffe, ihr seht nichts, was ihr nicht sehen dürft. Außer einen alten Computer. Ihr werdet gleich erschrocken sein, denn diese Kamera hat so viel als Zubehör für 67 Euro inklusive. Das ist unglaublich. So. Da, empty. Da habt ihr alles schick verpackt. Ich zoome mal wieder zurück. Ihr habt einmal eine Anleitung in Bilderform. Also es ist keine richtige Anleitung, sondern eher eine Anleitung, wie man Sachen befestigt. Dort wird gezeigt, wie man es an den Helm befestigt. Insgesamt die Kamera mit Pickelpads oder mit Gurten, wie man das wasserdichte Case benutzt, wie man es ohne Kamera irgendwo festklippt und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles euch selber angucken, wenn ihr die Kamera habt. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Als Dashcam könnt ihr sie benutzen. Oder Überwachungskamera oder Webcam. Jo, es gibt so viele Sachen. Das ist unglaublich. Car, Bike, Home. Naja, Home Security. Dann habt ihr noch mal eine Mini-Kurzanleitung in Schrift und also in Buchstabenform, wie man Einstellungen tätigt. Muss ich echt zugeben, braucht kein Schwein. Wir Männer tippen so lange drauf herum, bis es irgendwie funktioniert. Ja, und ihr seht, ein Riesenkasten voller Zubehör. Es ist unglaublich, wie viel man für 67 Euro
bekommt. Im Vergleich jetzt mal zu Marken wie GoPro. Deswegen ist es auch eine No-Pro. Hier ist die Kamera selber. Darauf komme ich gleich nochmal ein. Ne? Die Kamera ist top eigentlich. Ne? Jetzt nervt mich gerade die Sonne ein wenig, weil diese Sonne nämlich ein bisschen seitlich wirkt. Und dadurch mein Lichtverhältnis ein bisschen Arsch macht. Aufgrund dessen fahre ich mit meinem Stuhl ein bisschen weiter nach vorne in die Sonne. Es ist jetzt einfach zu blöd, euch alles einzeln zu erklären. Deswegen mache ich einfach eins. Wir kippen einfach mal alles aus. Halt, da fehlt noch was. So. Fangen wir doch mal einfach an. Ene Mene Mu und raus bist du. Wir haben für das Auto oder für die allgemein für die Scheibe einen Saugnapf. Wir haben einen obligatorischen USB-Adapter. Ich sag wie auch wie im letzten Video obligatorisch, weil bis jetzt hat mittlerweile jeder von uns mindestens 5000 Stück von diesen hässlichen Dingern rumliegen. Von Handys, von Kameras, von Druckern und was weiß ich nicht, was von irgendwelchen anderen Sachen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ein Micro-USB-Aufladekabel, beziehungsweise um sie als Dashcam oder Webcam zu benutzen. Beziehungsweise als Dashcam, wenn man sie als Dashcam benutzen möchte, muss man das hier benutzen. Das ist ein USB-Adapter, Micro-USB-Adapter für Auto, Zigarettenanzünder. Ihr habt eine Halterung, wo ihr die Kamera ohne das wasserdichte Case irgendwo befestigen könnt. Ihr könnt es anschrauben an anderen Objektiven, ihr könnt es irgendwo festkleben. Dafür sind hier tonnenweise Pads dabei. Ist, soweit ich weiß, ist das Ding auch verstellbar. Ich guck mal ganz kurz. Ja, das Ding ist verstellbar. Achso, das kann man nicht so machen. Ja, zeige ich euch nachher. Oder irgendwann mal. Man sehen kann, hat hier das Ding hier ein Gewinde. Das kann man verstellen. Ihr habt, um einen Fahrradlenker zu befestigen, habt ihr hier auch nochmal eine Befestigungsmöglichkeit. Was habt ihr hier noch? Ihr habt noch irgend so ein komisches Teil, um einen anderen Kameras anzuspielen. Ah, genau, ihr könnt kombinieren. Ihr könnt verschiedene Sachen kombinieren. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Ich klappe mal zwischen meinen Beinen. Ihr habt hier die Kamera. Das ist wie so ein Klickverfahren, ne? Ihr habt hier die Kamera. Haltet nicht weg aus der Kamera. Und schon habt ihr sie So. Und dann könnt ihr sie irgendwo festschrauben und ihr könnt filmen. Muss ich mal kurz gucken. So. Also ich muss mich selbst durchforsten, was das für alles für Zubehörteile sind, weil ich echt nicht weiß, wofür ist was überhaupt zu gebrauchen. Eine Menge an Gurten zum Befestigen an Helm oder irgendwo anders. Eine riesen Menge an Kehlpads und auch das Adapterstück für die Gurte. Da könnt ihr die Kamera dann reinschrauben. Ja, die Kamera könnt ihr hier nicht reinschrauben, das könnt ihr festkleben. Weil die Kamera selber hat keine Schraubgewinde, sondern nur hier unten zum Reinschrauben und kein Gewinde in dem Sinne. Also ich meine so eine Schraube. Das Sinnloseste, was ich hier gefunden habe in dieser Verpackung, finde ich diese Halterung. Dort könnt ihr die Kamera ohne Gehäuse reinklicken und ihr könnt sie an irgendwelche irgendwelche Taschen von Jacken ranklemmen, an die Hosentasche, an den Ärmel ranklemmen und könnt dabei filmen oder spionieren oder was weiß ich nicht was. Komplett sinnlos eigentlich. Ihr habt noch einen ganz einfachen Clip irgendwie, wo ihr bestimmt mit Gurten befestigen könnt oder halt festkleben könnt, dann könnt ihr die Kamera reinhaken. Das würde ich ganz gut bevorzugen für eine Helmkamera, weil da könnt ihr einfach einen Helm ranklacken und dann könnt ihr die Kamera hier raufschieben. Schrauben, um eine an der Wand zu befestigen, wenn ihr als Webcam oder als Überwachungskamera nehmen wollt. Eine Menge Klebepads wieder und Gurtadapter und was weiß ich nicht, was das sein soll. Ein Tüchlein. Dann habt ihr noch irgendein Teil, was ich immer noch nicht weiß, was das ist. Hier sind so viele Zubehörteile, wo ich echt null Plan habe. Wofür brauche ich die Scheiße eigentlich? Und ihr habt Kabelbinder. Auch total sinnlos. Was denken die Herstellerfirmen eigentlich von uns, dass wir keine Kabelbinder im Haus haben? Also, naja gut, was soll's. Wir haben Kabelbinder, hey.
So, da ist die schicke Kamera mit einem bis zu 30 Meter wasserdichten Gehäuse, mit einem Fischaugeneffekt und einer geschützten Linse. Was man dazu sagen muss, ist, dass diese Kamera, dass dieses Gehäuse aus komplettem Plastik besteht. Das heißt, selbst die Linse hier oben ist aus Plastik, deswegen weiß ich nicht, was passieren würde, wenn die Kamera mit diesem Case auf den Asphalt fallen würde. Ne? Weil GoPro hat natürlich hier Glas in der Linse, dass es nicht zerkratzen kann und bestimmt auch stärkeres Plastik. So, hier könnt ihr, wie gesagt, in einer Art Klickverfahren könnt ihr euch die ganzen Zubehörteile anklicken, die Befestigungsoption, oder ihr könnt sie hier unten festschrauben, wenn ihr ein Gewinde oder einen Objektivhalter habt. So, dann haben wir die ganzen Knöpfe hier, die haben einen sehr guten Druckpunkt, einmal zum Anschalten, zum Aufnehmen, zum Stoppen und einmal für, keine Ahnung, wofür noch. Ich glaube einmal, weil hier ist einmal ein Menü, da habe ich keinen Knopf für. Man hat nur einen Power-Button, wo man OK und M drücken kann für Modus. Ach, Modus, jetzt habe ich es. Entschuldigung, M, Modus. 1 plus 1 gleich 2. Da kann man zum Beispiel auch Fotos schießen mit dann. Zum Öffnen ganz einfach. Ihr habt hier einen Unlock-Button-Knopf. So könnt ihr den nicht öffnen. Ihr müsst zuerst diesen Riegel rüberschieben und dann rüberklacken. Dann könnt ihr ganz einfach die Kamera open. Und schon habt ihr die Kamera. Die Kamera selber. Da gehe ich mal hier weiter weg. Denn ich möchte gerne euch mit einem vernünftigen Lichtverhältnissen euch die Kamera präsentieren. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal das Tuch. So, da haben wir die schöne Kamera ja schon. Die Kamera habe ich in komplett schwarz bestellt. Man kann sie in verschiedenen Farben bestellen, in weiß, in gelb, in rot. Ich habe sie leider nur noch in schwarz bekommen. Man hat hier unten, da wo gerade das Licht reflektiert, einen Lautsprecher, einen Mini-Lautsprecher. Da ist das Mikrofon. Die Kamera selber mit 1080p Auflösung. An der Seite haben wir einmal den HDMI-Adapter, womit ihr direkt von der Kamera an den Fernseher anschließen könnt und die Filme betrachten könnt. Die beiden Wippen benötigt ihr nur in der Menüführung, nicht zum Zoomen oder sonstiges. Das ist nur dafür gedacht, um im Menü, das sagt euch gleich, weil ihr habt ein Display hier, Einstellungen zu tätigen. Dann habt ihr einen Micro-USB-Adapter-Anschluss, um halt zu übertragen, also beziehungsweise übertragen nicht, um aufzuladen oder um sie als Dashcam zu benutzen. Dann habt ihr hier noch kleine Einkerbungen, die sind halt für diese Cases, wo man die Kamera ohne wasserdichtes Gehäuse befestigen kann. Auf der anderen Seite habt ihr noch mehr Knöpfe. Das ist einmal, mein Handtuch gerade weh, tut mir leid. Da habt ihr einmal den Schlitz für die Micro-SD-Karte, die bis zu 32 GB unterstützt. Der Menüknopf, womit ihr ins Menü gehen könnt und Einstellungen zu tätigen. Der Off- und On-Button. Dann habt ihr oben die zwei Hauptknöpfe, die am wichtigsten sind. Und zwar einmal Modus, womit ihr einmal Fotos und Video, also zwischen Fotos und Videos wechseln könnt. Falls ihr mal zwischendurch mal einen Schnappschuss schießen möchtet. Und einmal den OK-Button. OK heißt auf Deutsch gesagt, ich möchte aufnehmen oder ich möchte ein Foto schießen oder ich möchte aufhören aufzunehmen. Das ist der wichtigste Button überhaupt. So, hier oben ist auch nochmal ein ganz kleines Mikrofon für die Rauschunterdrückung. So, dann haben wir hier ein kleines Mini-Display. Laut Verpackung steht da, es sei ein HD-Display. Dieses Display, wenn man es so nennen kann, hat keine wirklichen HD-Eigenschaften. Man muss direkt von oben rauf gucken. Kaum hat man eine leichte Neigung vom Display, sieht man nichts mehr, weil das ein ganz einfaches Display ist. Starke Auflösung hat es nicht. Aber hallo, hey, es ist ein Display. Viele Kameras besitzen sowas noch nicht mal. Und im Vergleich jetzt mal zu anderen Kameras mal zwischendurch mal die Filme anzugucken, beziehungsweise um mal einzustellen und dann auch zu sehen, was man eingestellt hat, ist es wunderbar. So, dann haben wir einmal hier unten ein ganz wichtiges Fach. Das finde ich übrigens top, weil einige Kameras haben nicht sowas. Man kann durch diese Entriegelung ja
Jetzt der Vorführeffekt. Moment. Ah. Kann man den Akku herausnehmen. Und mit diesem, wenn man den Akku herausgenommen hat, kann man einen Ersatzakku hineinpacken. Was ich übrigens sehr bevorzuge. Das finde ich wirklich lobenswert, weil viele Hersteller haben keine wechselbaren Akkus und das könnte auf Dauer nervig sein, weil die Akkus sind meistens die ersten Teile eines Gerätes, die den Geist aufgeben. Dieser Akku hat laut Tests eine Lebensdauer sage ich schon, eine Aufnahmedauer von 2 Stunden knapp. Finde ich nicht besonders stark, ne, weil die GoPro kann bis zu 7 Stunden aufnehmen. Aber das finde ich nicht so wirklich gravierend schlimm, weil man kann den Akku wechseln. Man kann sich bei Amazon im schlimmsten Fall für 6,25 Euro einen weiteren Akku kaufen. Aber ich finde, es ist vollkommen okay mit 2 Stunden, weil 2 Stunden Daueraufnahmen. Im Notfall kann man ja immer noch per Zigarettenzünder seine Kamera aufladen. Oder am Laptop oder was weiß ich nicht was. Wenn man gerade unterwegs ist. Da habe ich kein Problem mit. Aber das müsst ihr selber wissen. Ne? Also ich bin zufrieden mit 2 Stunden Dauer. Im schlimmsten Fall, wie gesagt, kaufe ich mir noch einen zweiten Akku dazu. Ja, und damit würde ich sagen, war es das auch erstmal. Es wird noch ein zweiter Teil kommen mit einigen Testvideos, wenn ich die Kamera in Betrieb habe, beim Fahren und beim Aufladen, was es für Möglichkeiten gibt der Befestigung und wie es als Webcam aussieht. Hoffe ich zumindest. Wobei mit der Webcam, ich glaube, das werde ich eher nicht machen. So, das war einmal die Präsentation meiner Ramos SJ1000, so heißt nämlich die genaue Modellnummer, mit 1080p Aufnahmen für insgesamt 67 Euro. Den Link setze ich in die Bildbeschreibung. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dieser Kamera sagen oder wie ich das präsentiert habe in den Kommentaren schreiben. Fragen immer wieder gerne und damit verabschiede ich mich erstmal schon mal von diesem Video hier, von der Kamerapräsentation. Denn jetzt wird noch ein wenig gelabert. Es ist Zeit. Und zwar, ich werde demnächst wieder ein Gewinnspiel starten. Ich wollte euch nur darauf schon mal vorbereiten. Ich habe über 2080 Abonnenten oder 2100 Abonnenten. Und da werdet ihr wieder belohnt. Das ist schon mal die erste Ansage. Die zweite Ansage ist, es hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich die gekauft habe. Ich fliege nach Italien. Und zwar, ich arbeite ja, wie einige schon wissen, bei der Postbank als Kundenberater. Und alle Kunden haben die Möglichkeit, wenn sie einen Bausparvertrag abgeschlossen haben, wenn sie einen Kredit abgeschlossen haben oder wenn sie Riester-Rente gemacht haben oder was weiß ich nicht was, können diese Kunden die Aufträge stornieren. Wenn sie sagen, ich wurde falsch beraten, nee, möchte ich doch nicht haben, können wir alles machen. Meine Filiale, wo ich habe ein halbes Jahr lang in Neustadt gearbeitet, dort haben die gewonnen. Also die haben sozusagen die in puncto Nachhaltigkeit den ersten Platz belegt. Und als Preisgeld dürfen wir für ein Wochenende nach Italien fliegen, nach Turin. Und dürfen dort es uns gut gehen lassen. Wir haben im ersten Tag eine schöne Gala mit ganz viel Saufen. Und ganz viel Essen. Und am nächsten Tag dürften wir uns ein Rahmenprogramm aussuchen. Rafting zum Beispiel. Museumstouren, Stadttouren, also all so langweilige Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Oder Survival-Tour gibt es auch. Oder über Klosterbesichtigung. Habe ich alles nicht genommen. Und zwar, ihr wisst, ich mache diese Videos, weil ich Zweirad-Fan bin. Und die haben auch eine Vespa-Tour angeboten. Das heißt, ich werde mit einer schönen, schicken, alten Vespa durch die Dörfer fahren, also durch die urigen Dörfer fahren und durch die Berge Turins, durchs bergige Piemont. Und das möchte ich natürlich filmen, während ich mit dieser Kamera unterwegs bin. Und deswegen habe ich mir sie gekauft. Und, ganz wichtige Information für Leute, die aus Norddeutschland kommen, wer möchte, kann mich besuchen oder kann auch allgemein dabei sein am Karfreitag in Rendsburg. Karfreitag, der 18.04. in Rendsburg am Eiderpark, also ist wieder ein großes Tuning-Treffen. Also kein Roller-Tuning-Treffen, sondern ein Auto-Tuning-Treff, weil Karfreitag, wie es das Wort schon sagt, Car-Auto, wird wieder
ein Tuning-Treff stattfinden. Also von daher könnt ihr euch gerne mal aufschreiben. Haut rein!